Unser Ziel ist es eigentlich, dass wir Menschen inspirieren zum Kochen, zum Neues ausprobieren, dass sie eigentlich so die Liebe zum Food können zelebrieren, ausleben und geniessen. Der Fubi-Bildstil oder Stil ist sicher sehr trendig und zeitgemäß. Also wir gehen auch mit dem Trend mit, schauen, wer läuft in der Food-Welt oder was geht gerade dazu ab. Der Wandel im Bildstil von der Food-Fotografie ist in den letzten Jahren passiert. Fubi hat dann eigentlich in diesem Moment genau den Punkt getroffen. Es ist ein natürlicher, süffiger Stil, den man intuitiv arbeiten kann. Als Foodstylistin geht es darum, dass man für bestimmte Gerichte Bildideen entwickelt und dann die ganze Inszenierung des Essens konzipiert und umsetzt. Eine gute Stylistin ist für mich jemand, der sich gut vorbereitet auf ein Shooting. Weil die Stylistin bringt selber auch Props, also das Geschirr und Besteck mit. Sie bringt auch die Hintergründe mit. Bei Fubi schauen wir vor allem darauf, dass wir natürliche Hintergründe nehmen. Sei das jetzt ein Schieferhintergrund oder Steinhintergrund. Das ist zum Beispiel so ein Fubi-Blech, was wir ganz häufig anwenden. Also das ist so unsere Geheimwaffe. Einer von den vielen. Für das neue Magazin haben wir gedacht, dass wir wieder eine Vorher-Nachher-Strecke integrieren, Rezeptstrecke. Das ist ja der Sinn, dass wir immer ein Vorherbild zeigen, wo die einzelnen Zutaten aufgelistet sind. Und auf der Seite nebendran sieht man eigentlich das fertige Gericht. Damals haben wir gesagt, machen wir das wieder eigentlich analog bei Magazin 1 und 2. Wir möchten aber den Schwerpunkt auf das Thema Backen setzen. Also im Vorfeld einer Produktion von so einem Fubi-Magazin werden wir briefed. Im Prinzip das erste Briefing, das ich bekomme, das sind einfach mal Rezepte. Das ist eine Zeile, wo da steht, orange steht, Zutatenbild. Da tue ich mir natürlich auch schon überlegen, was könnten wir machen, was würde ein bisschen schön aussehen, ein bisschen neu ist auch, ein bisschen trendig, was wir noch nicht unbedingt gebracht haben. Monika kommt natürlich mit der Requisite schon ans Set. Die Grundbildidee, die besprechen wir zusammen weiter. Da ist jetzt der Fall, dass wir ein Zutatenbild haben. Darum habe ich eigentlich dann auch extrem viele verschiedene kleine Schüsseli, Schüffeli, Flaschen. Und für nebendran, damit dann das wieder passt, sind dann die Untergründe auch also in diesen Grauschattierungen dunkel, dass das auch harmonisch daherkommt. Es ist auch ein Work in Progress. Also wenn wir bei diesem Shooting sind, entstehen manchmal auch durch die Konstellation, durch die Diskussion vor Ort Dinge, die wir am Anfang nicht gedacht hätten. Also das ist auch sehr menschenbezogen. Häufig funktioniert es auch, wenn man ein Bild angedacht hat, aber es kommt schon regelmäßig vor, dass man dann aufbaut und dann merkt man, nein, das funktioniert jetzt nicht. Und dann muss man halt nochmal neue Perspektiven suchen, vielleicht einen neuen Untergrund, der besser funktioniert. Dann probieren wir etwas ganz Neues, tauschen den Hintergrund aus. Und dass dann vielleicht auch ganz andere Richtung, wie wir es uns vorgestellt haben, dann am Schluss aufgeht. Also es geht bei uns ganz stark ums Essen, aber es geht auch um eine Interaktion zwischen uns als Menschen. Und dann hat der eine die Idee, der nächste die Idee. Und manchmal entstehen dann am Set auch Dinge, die man davor gar nicht gesehen hat. Mit dem Stefan schaue ich natürlich schnell, ob das farblich auch möglich ist und ob ihm das auch gefällt. Ich finde es ganz wichtig, dass im Team das auch verhält. Meistens funktioniert es super, weil wir arbeiten natürlich auch viel zusammen. Und ja, dann mache ich den Aufbau und er macht dann das entsprechend schöne Licht, dass es halt super aussieht am Schluss. Bei einem Food-Fotograf ist eigentlich die Nacharbeit fast genauso wichtig wie bei der Stylistin die Vorarbeit. Er muss ja die Bilder im Nachhinein noch bearbeiten und schaut einfach, dass die Stimmung passt. Also während dem Shoot vor Ort gebe ich eigentlich im Bild den Grundlook, der mir gefällt. Später am Computer kommt dann auch das Feintuning, die Abstimmungen, Farbe, Kontrast, alles, was ich vor Ort nicht so genau machen kann wie hier im kalibrierten Monitor. Die Rezeptstrecke vorher-nachher, die wir jetzt im neuen Magazin zeigen, gefällt mir sehr gut. Und auch der Upside-Down-Orangenkuchen ist halt sehr lustig geworden, weil die Orangen, die knallen wirklich raus mit dieser orangen Farbe. Da muss man gar nicht noch viel drum herum machen.